Ist die Korrektur wirklich schon vorbei? Wer auf den DAX guckt, der könnte sagen, welche Korrektur? Der Index ist stark. Gestern unter völlig substanzlosem Handel, praktisch unter nicht vorhandenen Umsätzen nochmal deutlich nach oben gezogen worden, der deutsche Leitindex. Aber anders die Amerikaner, die immerhin den schlechtesten Viertagesstart in einen September seit dem Jahr 2001 absolviert haben. Der S&P 500 fast 4% im Minus. Und in der oberen Grafik sehen wir den Nasdaq mit dem Zweitagesverlust, der durchaus nicht unerheblich war. Am Freitag ging es ja dann nochmal nach dem weiteren scharfen Abverkauf nach oben, bevor dann zu Handelsschluss doch nochmal hier etwas nach unten ging. Die Frage ist also, wird das, was der DAX jetzt vorgemacht hat, gestern zum Beispiel bestätigt durch die Wall Street, geht die Korrektur weiter oder war es das schon? Und da sammle ich ein paar Indizien in diesem Video. Zunächst mal haben wir nach wie vor eine sehr, sehr hohe Long-Positionierung hier zum Beispiel in Nasdaq Futures durch Asset Manager, also durch Vermögensverwalter. Man sitzt also auf relativ hohen Positionen im Future-Bereich und man sitzt nach wie vor auf sehr hohen Positionen in Sachen Optionen. Und es sind vor allem die kleinen Optionshändler, die allerdings immer zahlreicher werden, die immer stärker sich in diesen Markt engagieren, die jetzt in diesen Rücksetzer nochmal reingekauft haben. Das heißt, es gäbe theoretisch das Potenzial, dass diese aufgebauten Long-Positionen, die Calls vor allem im Optionsbereich, nach wie vor unter Druck bleiben, weil schlichtweg eben hier keine wirkliche Bereinigung stattgefunden hat. Ob das passiert, muss man sehen, aber es ist zumindest ein Potenzial da. Wir haben den großen Wal, wie er jetzt genannt wurde, nämlich Softbank. Die haben ja offenkundig extrem viele Optionen, Call-Optionen gekauft und damit, wenn man so will, den Markt nach oben getrieben. Hier jetzt ein Bericht, wonach Softbank etwa 70% seiner Optionsbestände geschlossen habe, auch weil man jetzt fürchte, dass nach Bekanntwerden dieser Optionsbestände wohl die eine oder andere Wall Street Bank oder bestimmte Player an der Wall Street dann eben versuchen könnten, mit noch mehr Power gegen Softbank zu wetten, praktisch die auf dem falschen Fuße zu erwischen. Das sei zu riskant, deswegen habe man die Positionen teilweise geschlossen. Erklärt vielleicht auch, warum dann am Freitag nochmal etwas nach unten ging, weil schlichtweg Softbank dann Call-Positionen geschlossen hat, was für die Broker dann wiederum bedeutet, sie brauchen bestimmte Absicherungen nicht mehr, die sie erkaufen mussten, indem sie praktisch dann das Underlying wie eine Apple-Aktie oder was auch immer kaufen, um sich hier zu hedgen. Dementsprechend ist die Frage, wie viel Potenzial ist jetzt noch da? Immerhin 30%, wenn man diesem Bericht glauben darf, hatte Softbank noch, aber es wäre natürlich eine gewisse Reduktion. Wenn wir jetzt übergeordnet mal uns die Märkte anschauen, dann sehen wir hier in dieser Grafik den S&P 500 nach dem Abverkauf im März, dann der massive Anstieg jetzt im Gefolge des März, die heftigste Bärenmarkt-Rallye, respektive die heftigste Rallye aus einem Bärenmarkt heraus. Dieses hellblaue Feld, diese Spanne, das aussieht wie ein Bollinger Band, das sind die Perzentilen, 10 bis 90% verlaufen praktisch Anstiege aus einem Bärenmarkt in dieser Zone. Wir sehen, wir sind weit über dieser Zone, was hier diese dunkelblaue Linie ist, das ist die durchschnittliche Entwicklung aus einem Bärenmarkt heraus und wir sehen, das unterscheidet sich doch sehr, sehr heftig. Das heißt, wir haben natürlich durch die Notenbanken, durch die Stimulusmaßnahmen der Staaten jetzt eine Rallye gesehen, die überdurchschnittlich ist, wenn sie denn aus einem Bärenmarkt kommt, und die Citigroup bringt das in Gestalt von Matt King absolut auf den Punkt. Dieser Stimulus, sagt Matt King, der geht eben nicht in die Verbraucherpreise, wirkt also nicht in dem Sinne inflationär, sondern er geht eben in die Assetpreise, in die Vermögenspreise, und dadurch wird eben eine Blase erzeugt. Diese Blase wiederum, die hat große Auswirkungen auf die Zinsmärkte, wenn Sie sich mal Unternehmensanleihen anschauen, die wirklich Trash sind, die wirklich extrem ausfallgefährdet sind, was da an Zinsen bezahlt wird, 1%, 2%, 3% angesichts des Risikos, eigentlich total lächerlich. Das heißt, wir haben eine sich selbst verstärkende Blase und das schafft, so sagt Matt King, ein gefährliches Umfeld,
wo Investoren sich völlig entkoppeln von fundamentalen Faktoren und nur noch sozusagen den Geldflüssen folgen. Und genau das ist das, was wir gesehen haben. Es geht gar nicht mehr um fundamentale Geschichten, um Bewertungen. Die sind teilweise so absurd, dass sie gar nicht mehr benennbar sind, sondern es geht eben nur noch sozusagen um diese Asset Bubbles, die hier erzeugt wurden. Und das ist sozusagen eine Geschichte, die geht so lange gut, bis sie nicht mehr gut geht. Wir haben jetzt Donnerstag, Freitag gesehen, dass zumindest temporär sie etwa mal nicht gut gegangen ist. Mal sehen eben jetzt, wie es in dieser Woche weitergeht. Interessant finde ich, dass jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise und der realwirtschaftlichen Schäden jenseits der Finanzmärkte, die ja Party feiern, sehen wir, dass zum Beispiel junge Leute so stark oder so zahlreich nach wie vor jetzt zu Hause leben, wie seit der großen Depression in den 1920er Jahren nicht mehr. 52% junger Erwachsener wohnen bei den Eltern, weil sie sich einen Auszug schlichtweg nicht leisten können, weil eben die Kosten zu hoch sind, weil die Jobs nicht mehr da sind, finde ich sozusagen einen schönen Abgleich im Vergleich zu dem, was wir jetzt an den Finanzmärkten erleben. Heute, interessanterweise, fast parallel eine Rede von Donald Trump zum Labor Day und des Chinesen Xi Jinping auf einem Sondertreffen der Chinesen. Kommen wir erstmal zu Donald Trump, der sagt, ja, die wirklichen Umfragewerte, was auch immer das ist, wahrscheinlich die alternativen Fakten, die sind jetzt viel besser. Wir werden noch deutlicher siegen als im Jahr 2016, dann ein Angriff auf die radikale Linke, wie er sie nennt, und dann ein Ausspruch, der, finde ich, sehr interessant ist. Trump sagt, we will make America into the manufacturing superpower of the world. Wir werden also praktisch die USA wieder zu einem Produktionsstandort machen, sondergleichen. Schauen wir uns mal an, seit hier in der unteren Grafik, seit Januar 2017, seit Trump also an der Macht ist, wie es da mit dem Handelsbilanzdefizit der USA aussieht. Und das wäre ja sozusagen die Abschaffung des Handelsbilanzdefizits, wenn man selber mehr produzieren würde. Und da sehen wir, da hat sich null geändert. Es ist nicht besser geworden. Genau das war ja Donald Trump ein Dorn im Auge, den er versprach abzuschaffen. Jedenfalls wieder Angriffe auf China, Drohungen, sich zu entkoppeln. Wie geht das aber mit einem solchen Handelsbilanzdefizit? Und dann vor allem Angriffe auf Biden und Harris, die Demokraten, die nach seiner Auffassung reckless, also ruchlos gesprochen hätten über seinen Vaccine-Optimismus, also über den von Trump auch in der Rede jetzt wieder nach oben gebrachten Optimismus. Wir werden einen Impfstoff haben, wir werden einen Impfstoff haben, wir werden einen Impfstoff haben. Das Problem wird nur sein, er wird wahrscheinlich nicht kommen oder zumindest nicht den Effekt haben, den die Leute sich vorstellen, schlichtweg, weil das so gar nicht machbar ist. Auch die Chinesen heute mit interessanten Aussagen von Xi Jinping. Man hat so eine Art Datenschutzvorschlag gemacht, der wiederum einen amerikanischen Vorschlag gekontert. All das natürlich relativ lustig. Wir sehen, dass auf der einen Seite die Chinesen jetzt auch gegen amerikanische Medien vorgehen, indem sozusagen hier Zugänge für amerikanische Journalisten erstmal blockiert werden auf der einen Seite. Dann gibt es auf der anderen Seite Boykottmaßnahmen der Amerikaner in Sachen Baumwolle aus Xinjiang, aus der Region, wo die Uiguren ja so unterdrückte werden. Dann auch zum Beispiel China, das australische Journalisten extrem an die Kandare nimmt. Jetzt die letzten beiden australischen Journalisten sind jetzt entfleucht aus China. Also wir sehen, da ist schon eine Suppe am Kochen. Das kocht sich so langsam auf jetzt vor der US-Wahl. Es wird ein großes Wahlkampfthema wohl werden, was die Amerikaner, was vor allem die Trump-Administration da veranstaltet. Aber schauen wir uns mal die Kurse an, meine Damen und Herren, in die Charts von Capital.com. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq. Alles auf 4-Stunden-Chart. Basis und wir sehen, hier haben wir so eine leichte Erholung, aber wahnsinnig viel ist nicht passiert hier auf Future-Basis. Wir sehen dann den DAX, der es derzeit bringt auf 13.130 Punkte. Wir haben ja gestern diesen Anstieg gehabt, der wundersam, aber natürlich fantastisch war. Wir sehen Gold, das jetzt ein bisschen runterkommt, nachdem wir hier, das allerdings auf 5-Minuten-Basis, wenn wir uns das Ganze auf 4 Stunden mal anschauen, dann sehen wir, ist nicht so wahnsinnig viel passiert. 1931, da waren wir im Grunde gestern auch. Und wir schauen uns vielleicht nochmal Crude Oil an, wenn ich das hier nach oben gezogen kriege.
Sonst muss ich mal den Zeitframe ändern, vielleicht mal auf Tagesbasis. Und dann sehen wir hier, wir sind bei 39,21. Diese Erholungsbewegung, die scheint so ein bisschen auszutoppen. September hat viele Gegenwinde für den Ölpreis bereit. Erstens endet die Driving Season in den USA, also die Saison, wo die Amerikaner sehr mobil sind, viel Benzin verbrauchen, endet jetzt mit dem Labor Day. Wir haben praktisch jetzt so einige Faktoren, die insgesamt eben doch durchaus negativ sind. Die Saudis haben den Ölpreis gesenkt, jetzt im direkten Verkauf. Also das wird jetzt eine interessante Geschichte auch bei Öl. Interessant heute, ob die Wall Street eben jetzt sozusagen wieder das alte Spiel fortsetzt, Nasdaq als Highflyer und alles schick, oder ob sozusagen dieses Unwinding, dieses Enthebeln dieses extrem gehebelten Marktes voranschreiten wird, das werden wir heute wohl wissen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesem, hier in Hamburg zumindest, etwas verregneten Dienstag. Bis dann, Servus und Ciao.